Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es um, wie erstelle ich einen Sub-Bass. Und das mache ich in vier verschiedenen Synthesizern, damit man so ein bisschen die Auswahl hat. Einmal in dem Phase 4 von Bitwig, einmal in dem Polygrid von Bitwig, dann im Search Synthesizer und im Helm. Die letzten beiden sind freie und kostenlose Synthesizer. Und ich würde euch empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen, denn die Töne werden sehr tief und die Kopfhörer sollten das auch können. Also das ist irgendwas bis 60 Hertz circa oder so ein bisschen drüber auch. Beziehungsweise wenn ihr eine Anlage habt, passt auf, dass nicht irgendwelche sämtliche Sachen aus dem Regal fallen. Aber lange genug geredet, legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier jetzt diese vier Synthesizer mal vorbereitet und so ein typischer Sub-Bass-Ton G, der hört sich so an. Und den hört man nicht, erst wenn ich höher gehe. Also ich höre den schon, aber... So, und zum Sub-Bass gibt es so ein paar Sachen zu wissen. Oder die sollte man einfach so ein bisschen beherzigen. Also ein Sub-Bass sollte sich immer so irgendwie bis 60 Hertz circa bewegen, damit es auch ein Sub-Bass bleibt. Wenn es dann so langsam drüber geht, so 80 Hertz, 100 Hertz, wird es dann eher ein normaler Bass oder mehr oder minder normaler Bass. Und das heißt, von den Noten her sollte der Sub-Bass nicht tiefer gehen. Jetzt muss ich selber gerade mal gucken. Wenn ich jetzt hier einfach mal so einen Clip aufmache, der sollte nicht tiefer gehen. Der ist jetzt hier bei C3, das stimmt hier aber nicht, weil ich den runtergepitcht habe. Der müsste irgendwo, glaube ich, hier normalerweise sein. Machen wir den jetzt hier mal auf 1. So klingt nämlich C3 normalerweise. Genau, so bei G0. Ich würde sagen, der allertiefste Bass, Sub-Bass, aber auch nur im Ausnahmefall werden Dis. Vielleicht noch ein D, aber das ist schon ganz krass. Man geht normalerweise davon aus, dass der tiefste Bass eigentlich ein E ist, nach der E-Seite der Bassgitarre. So. Und dann bewegt sich das Ganze hier so in diesem Bereich, also von, sagen wir einfach mal, von D0 bis D1. So diese Bandbreite. Und normalerweise fokussiert sich das dann noch mehr in diesen Bereich, also irgendwas um E bis A, E, ja, A, E, irgendwie sowas in der Richtung, den Dreh. Also das sind dann so wirklich so diese ganz tiefen Töne, die halt dann wirklich auch so für einen sehr tiefen, brachialen Raum sorgen. Nicht Sound, aber Raum. Die tiefen Töne sind oft auch mal da, den Raum einfach größer zu machen. Wenn ein Song ziemlich dünn klingt und man mit einem Sub-Bass rangeht, kann man dem einfach mehr Größe geben. Das zum einen. Das andere ist natürlich, was man noch wissen oder was man beherzigen sollte, ist, dass tiefe Frequenzen eine ganze Menge Energie aus einem Song fressen. Das heißt, wenn man den dann durch einen Limiter, durch einen Kompressor, durch irgendwas durchjagt, die Dynamik bearbeiten, brauchen tiefe Frequenzen richtig viel Energie. Und das kriegt man dann auch manchmal, oder kann es eigentlich schön demonstrieren, wenn man viele mittige und hohe Töne hat und dann haut man einen Sub-Bass in ordentlicher Lautstärke rein, sodass man den auch hört, dann werden alle anderen Sounds quasi von der Lautstärke verdrängt. Und das ist normalerweise ein sehr unschöner Vorgang, den möchte man eigentlich nicht haben. Und das ist der nächste Punkt beim Sub-Bass. Einen Sub-Bass zu hören ist eigentlich eher nicht gewollt. Denn Sub-Bass muss man spüren. Einen Sub-Bass muss man vermissen, wenn er nicht da ist. Wenn er vorher da war und dann plötzlich wegfällt, muss man ihn vermissen.
So muss ein Sub oder so wird ein Subbass richtig schön eingesetzt. Das heißt, das ist jetzt nicht wie so ein normaler Bass, der halt dann irgendwelche Basslinien spielt. Der kann natürlich schon irgendwelche rhythmischen Sachen spielen. Meist eher sehr langsam und manchmal einfach hat er nur so einen liegenden Ton unten drunter. Der hat dem Ganzen halt einfach diesen Raum, diese Kraft, diese Fülle. Oder Fülle, Fülle oder Fülle verleiht. Das heißt, also man muss ihn eigentlich mehr spüren als hören. Bei einem guten Subwoofer ist das Spüren natürlich auch tatsächlich wortwörtlich gemeint. Aber es geht halt mehr so darum, man muss ihn wirklich vermissen, wenn er weg ist. Und dann ist er so noch, ich sag mal, nach der ganz allgemeinen Definition vom Subbass auch richtig eingesetzt. Sobald man ihn hört, ja, also so richtig aktiv hört, ja, okay, kann man machen, aber dann werden eine ganze Menge andere Frequenzen drunter leiden, wenn dann irgendwie eine Dynamikbearbeitung reinkommt. Und dann bleibt natürlich die alte Stereo-Problematik, dass man eigentlich so Tiefe besser eher so in den Mono-Bereich rein drückt. Dazu gibt es immer so ein bisschen Abweichung. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wo der Track gespielt wird oder die Sounds gespielt werden. Hängt davon ab. Ich sag mal so, wenn man breitenkompatibel bleiben möchte, also wirklich so richtig breit Mainstream, dann sollte der Bass auch Mono sein. Allerdings hat das natürlich auch einen schönen Effekt und das findet man manchmal eben auch so in Hip-Hop-Musik, wo der Bass dann halt nicht wirklich richtig Mono ist. Aber das kommt dann wirklich auch wieder auf die Zielgruppe an, die sowas hört und dann was für Geräte die hören. Wenn ich einen Subbass da unten reinpacke, einen reinen Sinus und den auf irgendwelchen billigen In-Ears höre. Also den höre ich dann da wahrscheinlich nicht. Dann kann man natürlich wieder andere Sachen machen, aber darum soll es jetzt einfach nicht gehen. Und ich habe jetzt einfach ein bisschen genug gequatscht. Machen wir jetzt einfach mal mit den Bässen hier weiter. So. Und zwar, ich habe hier einmal einen in Phase 4 gemacht. Ich habe mir da so ein kleines Preset gebaut. Dann gehen wir hier wieder runter auf die 4. Ich drücke jetzt einfach ein G. Man sieht den Ausschlag und ich hoffe, ihr hört das. Ich kann das hier lauter machen. Also, er drückt ganz ordentlich. So, und für das Preset habe ich einfach hier so einen. Nur einen Oszillator von dem Phase 4 genommen und habe hier quasi einen Sinuston eingestellt. Dieser Algorithmus ist hier einfach nur ein Sinus, den ich umwandeln kann. Ich sehe das ja hier auch schön. Wenn ich hier zum Beispiel spiele, sehe ich hier den Sinuston. Und wenn ich den jetzt hier moduliere, kann ich was anderes machen. Ich kann natürlich auch irgendeinen anderen nehmen, der immer von einem Sinus ausgeht und der geht jetzt hier dann zum Beispiel auf einer Sägezahn rüber. Kann ich auch machen. Dann habe ich den hier runtergepitcht von der Ratio. Das habe ich ja gerade eben schon mal gezeigt. So klingt das G normalerweise. Soll das gleich mal ein bisschen leiser wieder machen. Und wenn ich das so runternehme, bin ich quasi die Oktaven drunter, glaube ich. Okay, so und dann bin ich hingegangen. Dadurch, dass ich einen Subbass öfter mal verwende, habe ich mir einfach die anderen Oszillatoren ausgeschalten, weil ich brauche an der Stelle nur diesen einen Sinuston und habe hier gleich noch hier drüben habe ich gleich noch den Low-Cut-Filter auf 30 Hertz eingestellt. Genau, da mit einem Low-Cut oder einem High-Pass, je nachdem, einem zweipoligen, damit alles unter 30 Hertz so quasi rausfällt, weil im Consumer-Bereich ist wahrscheinlich alles sogar unter 40 Hertz schon schwierig irgendwie, aber ja, diese bis 30 Hertz, das geht wunderbar. So, und was ich dann noch gemacht habe, zur Stereo-Problematik, gibt es hier bei dem Phase 4 diesen Bereich, diesen Frequency Offset. Und dieser Frequency Offset macht nichts anderes, als dass ich linke und rechte Seite
quasi offsetten kann, dass ich die so gegeneinander verstimme. So, dann muss ich hier draufklicken. Und wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen höher gehe und vielleicht auch mach das Ganze mal wieder normal laut, sonst dreht es uns die Ohren raus. Dann hier wieder. Detune ich das Ganze so ein bisschen rechts und links. So, jetzt kann ich das auf Stereo verstellen. Und jetzt geht der eine Oszillator leicht hoch und der andere Oszillator leicht runter. Und dann fangen die so ein bisschen rechts, links an zu schweben. Und das Ganze habe ich mir so ein bisschen, gerade mal gucken, genau, habe ich mir so ein bisschen auf einen Schalter gelegt, hier diesen Frequency Offset. Und drehe den hier quasi so rum. Das ist schon ziemlich viel. Und wenn ich das Ganze jetzt nämlich noch unten mache, da wo ich den jetzt auch konfiguriert habe, dann ist der erst Mono. Wenn ich den dann leicht reindrehe, packe ich den gesamten Bass aus der Mitte immer weiter raus. Also der öffnet sich immer weiter. Wie gesagt, also Stereo-Problematik, immer dran denken, aber wenn ich dann zum Beispiel sage, ich mache jetzt irgendwie so einen Hip-Hop, wo Bass einfach König ist, dann kann ich den Bass nehmen, den quasi aus der Mitte rausnehmen und habe dann wunderbar Platz für schöne Hi-Hats, für irgendwelche Sounds, für Stimmen und dann habe ich diesen Bass, der alles umschließt und einfach wunderbar Platz zwischendrin. So, das ist im Prinzip das erste Preset mit dem Phase 4. Ich kann ja einfach die nächsten Presets einfach direkt live zusammenbauen, aber im Prinzip ist das alles so eine ähnliche Struktur. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Polygrid nehme, das ist der hier, dann mache ich jetzt einfach mal einen neuen Polygrid hier auf. So, Polygrid. Dann mache ich den hier auf. Dann habe ich hier standardmäßig eine Dreieckswelle. Und ich gehe hier auf die Oszillatoren hier oben. Und dann nehme ich mir einen Sinus raus. Dann habe ich schon den Sinus. Und ähnlich wie beim Phase 4 gehe ich dann hier 4 Oktaven runter. Und jetzt habe ich schon mal, wenn ich wieder ein G drücke, den Ton. Und hier habe ich natürlich in der Lautstärke nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu verändern. Dann hier mit dem Attack und dem Release kann ich noch so ein bisschen ändern, wenn ich so ein Klicken am Anfang habe, das hier, dass ich den Attack einfach ein bisschen hochsetze. Und vielleicht Release ein bisschen hoch, dass der so ein bisschen so weich daherkommt und auch wieder weich abklingt. Und dann kann ich noch alles Mögliche dazu machen, aber das ist schon mal so der Grund. Hier habe ich dann auch wieder, da muss ich auf das Plus draufklicken, die Möglichkeit wieder den Bass quasi nach rechts, links schweben lassen. Sagen wir einfach mal, der schwebt. So ist er in der Mitte direkt, also komplett Mono. Und so fängt er dann leicht an zu schweben. Und ich könnte den jetzt natürlich auch für kleine Gerätschaften als Subbass hörbarer machen, indem dass ich zum Beispiel einfach den Skew hier reindrehe. Aber dann ist er schon hörbar und dann eigentlich hat er dann nicht mehr so diese Funktion dieses ursprünglichen Subbasses, sondern es geht dann schon einfach weiter. Ich habe das hier mit dem Polygrid auch so gemacht, habe mir den Skew hier hingebaut, den Fold, also diesen Knopf hier, die Stereo-Detune an und aus, habe ich hier das Detuning, was ich hier an diesem Schalter hier mache, reingepackt, Attack und Release hier rein in die Fernsteuerung. Dann habe ich noch ein Glide reingemacht, das kann ja auch irgendwie ganz gut sein, wenn man so whoop hochfährt, zum Beispiel wenn ich jetzt von einem E unten auf einen C nach oben gehe und mal die Glide so, vielleicht nicht ganz so lang. Kann ja ein schöner Effekt sein. Und das habe ich mir hier einfach in die Fernsteuerung reingepackt und brauche einfach dann nur mein
Preset zu laden, habe dann alles schon quasi so, wie ich es normalerweise haben möchte. So, und das Ganze geht jetzt weiter auch noch beim Search, das ein bisschen aufwendiger zu machen, aber naja, aufwendig ist eigentlich fast schon zu viel. Man muss nur wissen, was man tut. So, ich lade jetzt einfach mal so einen normalen Search und ein G klingt normalerweise so. So, und beim Search habe ich nicht so richtig diese Funktion, wo ich den Ton, beziehungsweise weiß ich nicht, wer vielleicht weiß, wie ich das einfacher machen kann, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber ich bin bei dem Search hingegangen und gesagt, okay, ich will diese dieses Detuning zwischen rechts und links haben. Und ich bin da jetzt hingegangen und habe einfach gesagt, okay, ich nehme einfach zwei Oszillatoren. Und den einen penne ich schon mal nach links und den anderen penne ich schon mal nach rechts. So. Und den eigentlichen Oszillator, Standardoszillator, ist ja ein Sägezahn. Und da gehe ich einfach hin, könnte jetzt hier bei den Modern eine Sine Wave raussuchen, also einen Sinus. Ich bin aber hingegangen und habe diesen Sinus hier genommen. Der ist auch, finde ich, so ein bisschen sauberer. So, und beim und habe den zwei Oktaven runter. Ups. Das war schon der richtige. Bei dem zweiten Oszillator mache ich jetzt dasselbe. Nehme jetzt auch wieder den Sinus hier. Zwei Oktaven runter. Und habe jetzt diesen tiefen G-Ton. So. Und dann bin ich hingegangen und habe, jetzt muss ich mal überlegen, genau, und habe bei jedem Oszillator hier den Low Cut eingeschaltet mit Activate und habe hier Rechtsklick, Edit Value und habe hier dann die 30 Hertz eingegeben. So, einmal hier, einmal beim Oszillator 1, Edit Value, also egal, 30 Hertz. Und das Ganze dann auch noch aktivieren. 30 Hertz ist noch eingestellt, wie man hier sieht. So, und jetzt habe ich auch gleich den Low Cut und muss den Filter hier nicht bemühen. Könnte ich zwar auch machen, aber ich versuche so danach zu leben, so den Sound dort zu machen, wo er entsteht. Also das heißt, wenn ich das hier schon machen kann, warum soll ich es dann später machen? Hat nicht oft vom Sound her eine große Auswirkung, also nicht so unbedingt. Aber wenn ich weiß, was ich möchte und weiß, wo ich das tun kann, dann mache ich das so früh wie möglich, sodass ich später nichts korrigieren muss. Das heißt, wenn ich schon einen Sound losschicken kann, der einen Low Cut bei 30 Hertz hat, warum soll ich dann später einen Filter bemühen, der das dann für mich dann nachträglich macht? Also versuche ich das so früh wie möglich zu machen. Erspart mir oft hinten raus dann eine ganze Menge Arbeit, Stress oder ich habe dann einfach weniger Probleme damit. So, jetzt habe ich ja diese zwei Oszillatoren. Der Sound ist jetzt halb laut, würde ich mal sagen. Den könnte man jetzt unter Umständen noch ein bisschen lauter machen, wenn man das möchte. Ups, das ist ein bisschen sehr laut. Zum Beispiel, also fast schon im roten Bereich. Für einen Subbass wäre der jetzt zu laut. Für einen Subbass muss der wesentlich leiser sein. Ich kann hier nochmal natürlich an einem Global Volume irgendwie rumschrauben. Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, der soll hier nicht im roten Bereich sein. So, dass der hier oben quasi noch den roten Bereich gar nicht betrifft und sagt, okay, das ist jetzt so eine Lautstärke, damit kann ich leben. Der bleibt jetzt vielleicht erstmal so laut. Wenn ich den nachher leiser haben will, kann ich den hier immer noch anpassen, beziehungsweise hier anpassen oder dann später mit den Mixreglern oder mit den Lautstärkereglern bei der Spur anpassen. So, und jetzt möchte ich dieses gegenseitige Verstimmen haben. Und ich habe hier noch so einen Pitch-Regler. Und ich habe zusätzlich diese zwei Oszillatoren. Das ist dann ein bisschen schwierig, diese beiden Pitch-Regler so zu verstimmen, so ein bisschen eine Formelei. Aber bei dem Search gibt es ja diese Makros hier. Und wenn ich jetzt dieses Makro aktiviere und jetzt bei dem Pitch zum Beispiel sage, geh mir hier mal plus 21.
Und bei dem zweiten sag mir, gehe mir minus 21. Ah, ich hatte es gerade. Na, 15. 21, wunderbar. So, dann klicke ich hier wieder drauf und es ist weg. So, und jetzt kann ich, habe ich hier einen Schieberegler. Wenn ich den jetzt da drauf klicke, kann ich den Schieberegler hin und her schieben. Das heißt, anfangs habe ich einen normalen Ton und kann den von Mitte Mono auf die Seite packen. Und die 21 sind schon ein bisschen viel. Das heißt, standardmäßig würde ich da vielleicht dann eher sogar sagen, komm, nicht 21, sondern 10. Und bei dem anderen natürlich auch den gleichen Wert, damit die sich gleichmäßig verschieben. Das ist eine Formulei. 0 ist ein bisschen wenig. Ich mache das jetzt. Edit Value. So. 10. So. Und jetzt kann ich den auch schön mit diesem Schieberegler hin und her schieben. Wem es zu wenig ist, kann natürlich wieder mehr machen, aber damit wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil wenn der zu viel hin und her wabert oder hoch und runter geht, entwickelt er auch wieder so eine eigene Rhythmik, was er nicht soll. Der soll eigentlich nur unten drücken, sodass wir vom Hören her einfach so dieses Empfinden einer sehr tiefen Frequenz haben und dann was oben spielt und das erzeugt bei uns im Kopf einfach, dass da ein Raum ist, ein großer Raum und einfach Größe. So, und das ist schon quasi der Search Patch, den ich hier habe, mit diesem kleinen Makroregler dabei. So, und der letzte im Bunde ist der Helm, der ja auch frei und kostenlos ist. Und der hat ja auch zwei Oszillatoren. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder dieses Schweben erzeugen. Und ich stelle jetzt einfach mal beide Oszillatoren auf einen Sinus. Dann muss ich hier mit dem Transpose 12, waren das 12 Töne runter. Nein, 24. Der erste und der zweite gehe ich auch 24 runter. So. Dann hätte ich schon mal den tiefen Ton. Hier habe ich die beiden Oszillatoren. Wie sieht das oben aus im Volume? Eigentlich ist das laut genug. Kann es natürlich lauter machen, aber warum? So. Und jetzt möchte ich dieses Schweben erzeugen und habe diesen Tune-Knopf mit den Sends hier. So, und jetzt die aber auch wieder so, diese Formulei dann, das Ganze einzustellen, ist natürlich doof. Und ich habe hier jetzt irgendwie nicht richtig so ein Makro am Start, aber was ich quasi dafür missbrauchen kann, ist der Step Sequencer. Weil der Step Sequencer hat so einzelne Dinger, die ich hoch und runter schieben kann. Und dann stelle ich hier einfach auf einen Step und dann habe ich so einen Schieberegler in der Mitte. Und kann jetzt einfach sagen, okay, ich klicke jetzt hier drauf, dann sieht man, wie das alles grün aufleuchtet. Ich moduliere jetzt diesen Tune einfach mal, das ist jetzt echt eine Formelei, mal auf minus 1,60 und hier auf plus 1,60 hoffentlich. So, plus 1,60, drücke ich hier wieder drauf. Oder mach sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt auswendig gar nicht. So, wie viel hat der? 240. Plus 240. Zack. Muss das mal mit den höheren Tönen versuchen. Ja, der kann sogar ein bisschen mehr, obwohl er da schon ein bisschen wabert. Ja, muss eigentlich nicht mehr. Also je nach Gusto kann man das dann nochmal verändern, aber wie gesagt, ich wäre da extrem vorsichtig mit. So, und dann hätte man hier schon, kann man das Ganze hier ja speichern, auch als Preset.
Und dann hat man schon seinen Subbass, den man da quasi fertig hat. Ich habe mir da auch meinen eigenen gebaut hier mit dem Bass, dem Superbass im Helm. Habe das dann alles hier so konfiguriert und kann den dann hier noch so ein bisschen modulieren. So, das sind die vier Synthesizer, mit denen ich einen Subbass benutze. Meistens benutze ich den Phase 4, weil es ein Bitwig-Device ist und ich Bitwig benutze. Aber man kann es natürlich auch mit dem Polygrid oder eben auch mit Surge oder mit Helm machen und eben so ein bisschen damit rumspielen. Aber wie gesagt, wichtig ist halt der Bereich, in dem ihr den Subbass benutzt. Also in diesem, ich sag mal, D0 bis C1 oder irgend sowas. Also irgendwas bis 60 Hertz ist das irgendwie so. Dann zweite Regel ist, Subbass sollte nicht hörbar sein. Man sollte ihn vermissen. Sein Bass, den man vermisst, wenn er nicht da ist. Oder wo man, den man spürt oder den man, ja, den man spürt, wenn er da ist. Also körperlich vielleicht spürt oder einfach so vom. Man nimmt ihn wahr, aber man hört ihn nicht. Vielleicht so. Und immer ganz, ganz vorsichtig. Und das schließt auch zu dem vorherigen rein, dieses Nicht-Hören, weil je lauter der wird, desto mehr Energie braucht er in einem Mix und desto weniger Energie ist für die restlichen Frequenzen verfügbar. Deshalb ganz vorsichtig einsetzen und wirklich immer dran denken, nicht hören das Ding, einfach nur spüren. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Immer mal so AB machen, an, ausmachen und gucken, ob der im Gesamtmix einfach da ist oder nicht. Und dann, wie gesagt, Stereoproblematik, einfach dran denken, okay, wo wird der Song gehört, wenn man auf ein bestimmtes Zielpublikum hinarbeitet. Wenn es natürlich nur zur eigenen Freude ist, dann kann man sich an der eigenen Anlage, an der eigenen Ausrüstung orientieren und ja, kann damit zufrieden sein. So, das Tutorial ist jetzt wesentlich länger geworden, als ich eigentlich wollte, aber es waren auch vier Synthesizer dabei und mir ist einfach ganz wichtig, diese ganze Thematik um den Subbass, einfach das Drumherum noch so ein bisschen zu erklären und auch zu wiederholen, weil man sonst einfach Gefahr läuft, das Ding einfach komplett falsch einzusetzen und man hat dann einfach keine Freude damit. Und wenn man eben diese paar Kleinigkeiten beachtet, dann hat man richtig seine Freude damit. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt. Ihr macht schöne Sachen damit. Schreibt mir, kommentiert ihr, wie ihr das vielleicht macht, ob ihr Sub besser einsetzt generell oder ob ihr das lieber nicht macht. Wie ihr das zum Beispiel macht mit euren Mixen dann, dass ihr den Bass irgendwie ganz leise einsetzt oder mit ordentlich Wumms und wie ihr das Ganze in einem Mix dann auch löst. Würde mich einfach freuen über Nachricht und ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder beim vorherigen. Lasst einen Daumen da, ein Abo da, drückt die Glocke und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.